Österreich-Stammtisch. Die Themen und die Aufreger des Tages. Mit den spannendsten Österreichern im Streitgespräch. Der Österreich-Stammtisch. Auf OE24TV. Willkommen bei unserem täglichen Stammtisch auf OE24TV. Hat die Gastronomie schon offen, zumindest in Form unseres Stammtisches? Bier gibt es allerdings keines, auch keine anderen alkoholischen Getränke, nur Wasser ist hier erlaubt, damit wir auch alle bei klarem Kopf sind. Es geht ja immerhin um ein heißes Thema, da werden die Gemüter sowieso erhitzt werden. Ich möchte herzlich meine Gäste begrüßen. Einmal mehr meine Kollegin von der Tageszeitung Österreich, Andrea Lautmann, herzlich willkommen. Dann Dietmar Schwingenschroth, der FPÖ-Gastrosprecher. Schön, dass Sie Zeit hatten. Dankeschön für die Einladung. Und ebenfalls herzlich willkommen Luigi Barbaro Junior von der Barbaro Gastronomiekette in Wien. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Bevor wir über die Situation der Gastronomie in Wien sprechen, die alles andere als rosig ist, vielleicht auch noch ein Blick auf die Lage im Handel. Da ist man ja derzeit noch nicht so wirklich voll auf die Kosten gekommen. Jetzt stehen die nächsten Demonstrationen ins Haus. Andrea, was gibt's denn da? Auf was kann man sich da einstellen am Samstag? Richtig. Mit was muss man da rechnen? Also Österreich hat jetzt ein super Shopping-Weekend vor sich. Also der erste bundesweite Sonntagsöffnungstag. Also der ganze Handel hat jetzt aufgesperrt. Und der Handel möchte jetzt quasi das ganze Geschäft, Weihnachtsgeschäft jetzt nochmal retten. Weil die ersten drei Adventstage waren geschlossen oder Adventswochenenden. Und jetzt haben alle geöffnete Handel. Und ja, dennoch wird demonstriert. Demonstration ist ein Grundrecht. Viele gehen jetzt auf die Straße, unter anderem wegen des verlängerten Lockdowns in Wien. Gerade in Wien sind jetzt, glaube ich, 38 Demos angekündigt worden für Samstag allein oder fürs ganze Wochenende. Und ja, jetzt ist die Befürchtung, dass die ganzen Shoppenden jetzt quasi gestört werden. Dabei die Wirtschaft anzukurbeln. Die Öffnungszeiten sind jetzt von 10 bis 18 Uhr. Jetzt hat man gesagt, dass die Demos erst um 18 Uhr beginnen sollen. Nur viele kommen dann erst vom Shopping, beziehungsweise man trifft sich ja schon früher, um zu demonstrieren. Und die gehen ja dann noch nicht aus der Stadt, die ganzen Shoppenden, sondern gehen noch Punsch trinken. Und jetzt ist befürchtet worden, dass die aufeinandertreffen und dass das jetzt irgendwie ja zu Ausschreitungen kommen soll. Ja, also selbst wenn die Demos um 18 Uhr erst beginnen, aber manche wollen es sogar schon zu Mittag am Heldenplatz starten. Wie sehr stört denn das die Menschen? Auch eurer Meinung nach? Ich glaube, der Ansatz ist gut, dass man erst ab 18 Uhr diese Demonstrationen ansetzt. Der durchdacht ist es allerdings nicht, weil so wie die Andrea gesagt hat, es gibt sicher Leute, die dann früher demonstrieren und da kann die Polizei dann auch nichts machen, außer sie versuchen abzubändigen. Aber ich meine, wenn da jetzt ein paar tausend Leute auf dich zukommen, wird es auch schwierig, da irgendwas durchzuführen. Für uns in der Gastro ist es sowieso jetzt nebensächlich. Wir haben ja nur unser Takeaway-Geschäft. Ich speziell auch in der Innenstadt, wird sehr schwierig. Wir profitieren ein bisschen von der Öffnung des Handels, dass da ein bisschen mehr Bewegung ist. Aber im Endeffekt wissen wir alle, dass es einfach unfair und nicht gerechtfertigt ist, dass die Gastro nicht offen hat, aber der Handel schon. Hm. Die Gastro wird ja öffnen am Montag bereits. Bereits ist natürlich gut. In den meisten Bundesländern ist es heute Freitag schon losgegangen, mit Ausnahme eben von Tirol, Vorarlberg und Burgenland. Die haben ja schon seit Ende des Lockdowns eben geöffnet. Wie sehen Sie das, Herr Schwingenschroth, auch mit diesen, die aktuelle Lage überhaupt in Wien? Naja, leider ist es für die Gastro, dass wir in Wien jetzt natürlich jetzt das Letzte aufsperren. Wir haben eine Abwanderung von unseren Gästen jetzt nach Niederösterreich in die Randgebiete. Shopping City Süd haben wir jetzt, Hagenbrunn, Berchtoldsdorf, Mödling, ist egal, also was rund um Wien ist, dort profitieren die Wirte. Okay, Gott sei Dank sollen sie profitieren, aber die Wiener Gastronomie im Prinzip steht still seit Wochen jetzt da und gerade für uns ist es das wichtigste Geschäft jetzt in der Weihnachtszeit. Wir versäumen einfach nur Zeit eigentlich und den Wirten im Prinzip steht das Wasser nicht nur bis hierher, sondern schon mittlerweile über den Kopf. Also und mittlerweile sehe ich das so, ist das ein Gastromord, was da von der SPÖ Wien mit ihren eigenen Landesgesetzen gegenüber den Wirten hier aufgeführt wird. Also dass bei uns immer strengere Maßnahmen angelegt wird, als was in den Bundesländern ist. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ist das. Genau. Das ist ja das Unfaire. Alle anderen haben offen. Beziehungsweise ab heute hat jedes Bundesland offen, außer Wien. Genau, außer
Wien und jeder kommt dann in unser Bundesland, genau. Wenn sie krank sind. Wir haben die Spitäler, wir haben die Intensivstationen. Wenn sich jemand ansteckt oder auf die Intensivstation muss, kommt das sowieso. Ja, und zu. Wien wollte jetzt eigentlich oder wollte ursprünglich wieder den strengeren Weg gehen, das heißt 2G Plus einführen. Vor dem Lockdown war ein Wochenende lang galt diese 2G Plus Regelung, das heißt nur Genesene und Geimpfte konnten auch zusätzlich mit PCR-Test die Gastro besuchen. Und jetzt hat Gesundheitsstadtrat Peter Hacker wieder zurückgerudert. Also gestern Donnerstagabend war er im ZIP-Interview und meinte, ja, jetzt kommt wieder 2G Plus Regelung. Jetzt hieß es, naja, es geht, dieser strenge Weg wird schon weitergehen, aber nicht in der Form. Das heißt, es wird nur im Spital gelten oder Outdoor-Veranstaltungen, wo sie keine Sitzplätze haben. Also jetzt auch wieder, es wurde wieder zurückgerudert. Man ist sich ja da jetzt auch nicht einig, was jetzt kommen wird. Also das ist dann offensichtlich jetzt sehr kurzfristig gekommen, diese Entwicklung, dass man hier zurückrudert. Denn es hat heute eigentlich den ganzen Tag geheißen, 2G Plus soll eben in der Gastro eingeführt werden. Also so sicher, ob das wirklich weg ist, kann man es noch nicht sagen. Wie schlimm wäre denn das, wenn wir jetzt 2G Plus hätten? Es hat gestern das ist diese kryptischen Genau, aber heute hat er zurückgerudert. Gestern war das sehr kryptisch von Herrn Hacker. Aber meistens ist immer gekommen, dass Wien Vorreiter, noch einmal speziell Vorreiter war, dass noch irgendwas gekommen ist. Ja. Und 2G Plus für die Gastronomie ist natürlich der absolute Wahnsinn. Ich meine, wir reden jetzt in der Vorstadt Gastronomie, wo das kleine Beisel ist, das kleine Marktbeisel und ist. Dort willst du auf einen Spritzer gehen, du willst auf ein Getränk gehen, du willst einen kleinen Snack nehmen. Na bitte, wer weiß voraus jetzt, ob er mit Antrag voraus oder dass er jetzt er muss einen Test mitnehmen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das steht ja jetzt noch nicht zur Debatte. Was ich viel schlimmer finde, ich war gestern auf den Weihnachtsmärkten wieder unterwegs, nachdem ich ein bisschen shoppen war. Und da herrscht einfach Chaos. Ich war auf dem Rathausplatz Weihnachtsmarkt. Dort wird streng kontrolliert auf 2G+. Weil das stimmt es, dass da viel weniger los ist am Rathausplatz? Ja, da kann ich dir auch genau sagen, weshalb. Also der ist nämlich abgesperrt und du kommst nur hinein, wenn du genesen oder geimpft bist. Und es gibt Kontrolleure, die das kontrollieren. Dann war ich auch noch auf dem Weihnachtsmarkt am Karlsplatz und da ist nicht abgesperrt und die kontrollieren nicht so richtig. Also du kannst an denen auch vorbeigehen, ohne dass sie es bemerken und kriegst auch Punsch an den Ständen, ohne dass du dieses Band hast. Also manche gehen zu diesen Kontrolleuren, zeigen ihren grünen Pass hier und kriegen ein Band und kriegen an 2 oder 3 Punschständen dann den Punsch. Aber es gibt andere Punschstände, die nicht kontrollieren. Und das will ich damit sagen, dass dann die ganzen Ungeimpften quasi dorthin gehen. Oder wir haben ja auch im Freundeskreis ungeimpft. Das sind ja nicht alle geimpft. Und die treffen sich dann in Grüppchen und weichen dann dorthin aus. Deswegen war auf dem Rathausplatz nicht so viel los. Und das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht für die Gastro. Anstatt, dass man die Gastro aufsperrt, die Nachtgastro, das ist ja total kontrolliert dort. Ja. Wo man auch einfacher kontrollieren kann in einem Lokal. Richtig, weichen natürlich alle auf die Weihnachtsmärkte aus, weil sie den Punsch trinken wollen. Die ganzen Weihnachtsfeiern fallen aus. Das heißt, die Leute wollen sich eh treffen. Und ja, und das haben sie jetzt davon. Die tummeln sich dort, auch Ungeimpfte, und sie werden nicht kontrolliert und stecken sich wahrscheinlich auch gegenseitig an. Dieses Bild hast du eigentlich in ganz Wien, dass die Leute an den Punschständen, also diesen kleineren Weihnachtsmärkten, machen können, was sie wollen. Ja? Und die, die dann wirklich aufpassen und das kontrollieren, die müssen dafür büßen. Das ist ja das, irgendwie dieses Umfeld. Ja, wie auch der Rathausplatz bei der Christkindlmann, der macht nicht mehr so viel Umsatz. Unsere Gäste dürfen einen Punsch trinken, aber müssen 50 Meter entfernt sein. Aber im Christkindlmarkt siehst du das nicht. Na, das sind tausende Leute. Und jedem ist es gegönnt, sein Geld zu verdienen. Das ist doch schön, dass die offen haben. Aber es geht einfach um diese Balance zwischen allen. Dass jeder, es muss fair sein im Endeffekt. Und gerade in der Indoor-Gastronomie, sprich, so wie es ihr habt oder was, dort das sind zugewiesene Sitzplätze sind da drinnen. Dort hast du die ganzen Hygiene. Du musst dich registrieren als Kunde. Du musst dich registrieren und. Was ist denn da im Christkindlmarkt? Ja, nichts, die stehen da hunderte stehen jetzt 200 in einer Leute Masse, jetzt da vor einem Standl, jetzt da musst du mal suchen, 5 Minuten, bis da ohne Abstand, ohne Maske. Bis da Desinfektion findest du. Das bei eurem Lokal sind sicher 10 oder auf jeder Ecke eine aufgestellt. Und was ist da der Unterschied? Also die Gastronomie macht man wirklich tot. Entweder will man sie vernichten in Wien und die Spitzengastronomie, die normale Gastronomie. Ja. Und es ist eine absolute Katastrophe. Und dieser Schaden durch das Zumachen, jetzt auch durch diese eine Woche in der wichtigsten Zeit, das ist durch nichts aufzuholen. Denn steht das Wasser über dem Kopf drüber. Jetzt. Es haben auch viele jetzt schon gesagt, sie werden ihre Lokale gar nicht aufsperren. Haben Sie da auch sowas gehört? Naja, das ist erstens einmal Art 1 ist das natürlich. Weil es sich nicht lohnt. Naja, auch es lohnt sich nicht. Und zweitens ist das Personal fast nicht mehr da. Ich meine, mittlerweile haben wir das Personal jetzt im 4. Lockdown. Kellner oder zum Beispiel nehmen wir Kellner, Kellnerinnen jetzt da. Naja, es ist auch zu kurzfristig. Da ist kein Trinkgeld da. Ja. Von was leben die? Das ist zu kurzfristig. Die gehen in andere Jobs, gehen in irgendein Büro oder gehen in irgendeinen Außendienst oder was. Nur in der Gastronomie haben die keine Perspektiven mehr. Und ihr werdet sicher genauso die gleichen Probleme haben bei gutem Personal. Ja, klar. Also das
es gibt halt die Kurzarbeit, dementsprechend die Mitarbeiter sind jetzt in unserem Fall geblieben, in einem Saisonbetrieb ist sicher noch schlimmer, also diese Fluktuation am Personal. Bei uns, bei einem Restaurant, das machen wir gar nicht auf, das Martinelli, da haben wir uns dazu entschieden, da war ein Umbau geplant schon am 5. Jänner. Und jetzt, da die Öffnungszeit so spät ist, gekommen ist, haben wir gesagt, es zahlt sich einfach nicht mehr aus. Alles wieder hochfahren und dann wieder runterfahren. Und dann im Jänner wird eh sowieso jetzt wieder gemunkelt, dass es irgendwie einen Lockdown gibt und so weiter. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, fürs Martinelli nicht. Das andere Restaurant wird aufgesperrt. Aber es ist halt extremst schwierig, die ganze Situation. Und man weiß einfach nicht mehr, wohin. Und die Weihnachtssaison ist ja sowieso gegessen. In ganz Europa war alles offen und jetzt langsam machen die erst zu. Was ja okay ist, die Zahlen steigen, aber die haben wenigstens dieses Weihnachtsgeschäft gehabt. Mitgenommen. Da hat jeder sein Geld gemacht und im Jänner, im Februar ist dann eh sowieso jetzt die stillere Zeit. Ja? Dementsprechend wäre es viel besser gewesen, so einen Weg einzugehen. Mhm. Was heißt du so auch von Gastro? Unternehmer, du kennst ja sehr viele, bist viel unterwegs. Ja, wie gesagt, viele können nicht aufmachen, wollen nicht aufmachen, weil die ganzen Weihnachtsfeiern wegfallen, die Hochzeiten fallen weg, gerade die Randbezirke leben von den Veranstaltungen, von Familienfeiern, das fällt alles weg. Und das ist auch eine Planungssache. Du musst ja auch alles koordinieren, den Bestand auffüllen und weiß ich nicht was. Deswegen, ja, es ist sehr schwierig. Also es ist ja genau das Gleiche. Also gestern hat der Herr Bundesminister Mückstein gesagt, wir dürfen froh sein, dass wir zu Silvester die Gastro zurückbekommen. Aber was heißt das? Ich meine, ja, genau, also aber die Sperrstunde, die soll es nicht geben. Das ist jetzt so die frohe Botschaft. Hast du jetzt ein Dankeschön und dann seid so am 10. Jänner seid ihr dann wieder im Lockdown oder sowas. Auf wie viel Lockdown warten wir jetzt dann noch? Jetzt, dann haben wir irgendwann sind wir angelangt bei G2 plus. Wir wissen ja dann gar nicht mehr, wie viel plus wir dann haben. Genau, wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns immer noch im Lockdown der Ungeimpften. Aber die Christkindlmärkte sind voll. Ja, und wenn auch nicht kontrolliert wird auf 2G. Genau. Du hast ja was Interessantes auch in deinem Artikel geschrieben. Genau, in dem Gastro-Insider, der morgen erscheint. Das Gefühl hast oder nicht nur das Gefühl, dass sehr viel Ungeimpfte. Naja, ich habe ja mit ein paar gesprochen vor Ort und da waren ein paar tatsächlich ungeimpft auf dem Weihnachtsmarkt oder Christkindlmarkt am Karlsplatz und die sind einfach mit ihren geimpften Freunden dort aufspaziert, wurden nicht kontrolliert und haben dann gewartet, bis die anderen, also die Geimpften, ihnen den Punsch gebracht haben und die standen dann alle beisammen und das soll ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Also das letzte Adventwochenende wird der Gastronomie quasi genommen, nur der Handel sperrt auf und man muss sich auch vorstellen, wenn ich shoppen gehe, dann will ich auch mal kurz eine Pause machen, ich will was essen, was trinken, vielleicht auf Toilette gehen. Ich würde das zelebrieren. Das ist wie ein Erlebnis. Mhm. Und da fehlt die Gastro absolut. Ja, definitiv. Das verstehe ich einfach nicht. Die Wirtschaftlichkeit, wenn wir jetzt heute aufgemacht hätten, anstatt Montag, das ist so ein Riesenunterschied. Mhm. Weil, wie die Andrea gesagt hat, dieses Adventswochenende, wo jeder noch kauffreudig ist und jeder raus will, das hätte uns enorm geholfen. Naja, ja, und jetzt haben wir schon mal diesen offenen Sonntag. Weil wer ist am Montag und Dienstag und dann ist dann schon langsam Weihnachten. Richtig. Also, wir haben natürlich auch, es bedeutet jetzt natürlich auch, sagen wir, es kommt das, was der Herr Stadtattacker gesagt hat, möglicherweise auch was er angedeutet hat. G2 Plus würde im Umkehrschluss ja bedeuten eigentlich, dass die Impfungen nicht das halten, dass die das halten eigentlich, was uns versprochen worden ist. Wenn sie jetzt, also sprich die Geimpften, jetzt auch nochmal einen Test machen müssen. Gut, das ist ja schon länger bekannt, dass eben auch Geimpfte das übertragen können. Aber natürlich ist es für die Gastronomie jetzt ein großer, sozusagen ein großer Einbruch. Wenn man schon einen Sonntag macht, Hindernis, alles offen hat, das ganze Land, dann soll man doch auch die Gastronomie wir bitte für das Einbruch Bundesland Wien öffnen. Und wir haben dann jetzt nochmal eine Riesenaufgabe, das alles zu kontrollieren dann wieder. Weil uns ist ja angedroht, Megastrafen sind angedroht oder Mega-Rückzahlungen von den ganzen Förderungen. Wenn jetzt ein Gast da drinnen ist, jetzt im Prinzip muss der Gastronom jetzt einen vor seiner Tür dorthin stellen oder irgendeine Dame dorthin stellen, die was es rigoros vollständig kontrolliert, notiert und. Und wenn da irgendeiner vielleicht durchgeht und man merkt es nicht, da wird immer das Problem erkriegt, eine Megastrafe, Magistratsandrohungen, das dürfen wir ja alles nicht vergessen. Also. Was aber genau für uns spricht, weil wir kontrollieren so stark. So ist, ist es ja. So ist es ja. Wir haben ja diese Sicherheitsvorkehrungen, die jetzt beispielsweise die anderen nicht haben, die gerade offen haben.
Und ich verstehe es halt nur nicht in der die Wirtschaftskammer, ich meine, dass die Gastronomie, Tourismus, die Freizeitbranche dermaßen in Stich lässt, die Wirtschaftskammer, dass die im Prinzip nur den Handel durchgesetzt hat, also dass der offen ist. Und gerade die Wiener Tourismus, was da ist, Freizeitwirtschaft und alles, was dazugeht, Hotellerie und, hat ca. 8.000 Betriebe mit ca. 100.000 Beschäftigten. Ja, die also, lebt von der Gastronomie. Ganz Wien lebt vom Tourismus, Gastronomie, genau. Hotellerie und das in der Weihnachtszeit. Und dann wird und dann werden wir abgedreht, also bis ins Koma werden wir abgedreht. Mhm. Ja, also jetzt kann es wahrscheinlich sein, dass eben jetzt auch Peter Hacker diesen Vorschlag mit 2G Plus eben zurückgenommen hat, weil wahrscheinlich die Reaktion aus der Gastronomie hier entsprechend war. Kann gut sein. Also fix ist auf jeden Fall, wie ich das verstanden habe, für Spitäler muss man zusätzlich einen Test vorweisen, einen PCR-Test. Das war ja schon länger vorgesehen. Genau, aber so hat er zurückgerudert. Was ich aber auch sehr interessant finde, dass jetzt der Lockdown für Ungeimpfte sich jetzt über Weihnachten auch teilweise gelockert hat. Das hat er ja auch der Gesundheitsminister Mückstein. Genau, das war heute eine der frohen Botschaften zusammen mit Richtig, na Gott sei Dank, da muss man sich vorstellen, man hat ein Familienmitglied, das sich nicht impfen lassen kann. Das muss man dann ausschließen. Oder wir stellen, gut, ich glaub, das wäre dann illegal. Ja. Ohnehin eine Ausnahme, die sich nicht impfen lassen kann. Ja, meine Ausnahme. Ja, aber wenn du Angst hast, es gibt auch Personen, die aus persönlichen Gründen, aus Angst oder weiß ich nicht was, sich nicht impfen lassen können. Und auf jeden Fall finde ich das gut. 25., 26. und 24., 31. ist ein Treffen von bis zu 10 Personen ohne 2G-Nachweis möglich. Mhm. Einmal ganz kurz. Das ist jetzt neu. Wir haben heute das da vorne kurz draußen besprochen zu der Gastronomie noch einmal zurück. Es ist jetzt nicht Wien, aber zum Beispiel vorige Woche in Vorarlberg. Alles hat offen, das Skifahren. Die Leute fahren über diese Länderschaukel in die Schweiz, hat alles offen gehabt, alle Skihütten, Après-Ski, ja. Alles wunderbar, über den Berg drüber, Tausende bei den Hütten, dort wird gespeist, dort wird getrunken, Geld bleibt nicht in Österreich, fahren wieder zurück und das war's. Bei uns bleibt denen ist nichts übergeblieben, diesen Hüttenwirten dort. Null in Österreich, null ist denen übergeblieben. Das wird ja auch nicht einmal geprüft, wenn du wieder nach Österreich kommst. So ist es. Das ist ja das Gleiche. Also Ungarn hat offen, du kannst hinfahren, kommst wieder zurück und niemand prüft dich, ob du irgendwas mitgenommen hast. Totale Wettbewerbsverzerrung. Also, das ist echt. Ja, wir haben so einen Fleckerlteppich jetzt und jetzt müssen wir natürlich heute, morgen, übermorgen noch rechnen. Jetzt in Wien, was sagt jetzt das Rathaus, sprich Hacker oder was sagt Bürgermeister Ludwig, mit was werden wir als Nächster bestraft jetzt? Ich meine, wir reden ja nur mal von einer Bestrafung. Jetzt haben wir auch gehört, es könnte zu einem nächsten Lockdown kommen, zu einem fünften Lockdown aufgrund von Omikron. Das wird ja jetzt auch von Mückstein nicht mehr ausgeschlossen. Richtig. Kann das die Gastronomie eigentlich noch stemmen oder ist die Branche damit dann endgültig am Ende? Also, wie sehen Sie das? Naja. Im Prinzip erstens einmal, die Wirten sind eh schon gewohnt, jetzt da Lockdown 1, 2, 3, 4, dass sie nie ein Geld in der Kasse drinnen haben, jetzt da mittlerweile seit dem zweiten Lockdown, unter Anfang sagen wir, auf dem zweiten Lockdown geht es auf die Existenz bei den gesamten Wirten. Und wir werden, so wie ich ja immer wieder sage, ab dem Frühjahr werden wir werden Betriebe, die was nicht eine finanzielle Privatdecke haben, sagen wir so, also was privat gut angespart haben, also da wird es einen richtigen Gastro-Tsunami-Konkurs in Wien geben, also dass die Handelsgerichte nicht nachkommen. Mhm. Und dort muss man auch einschreiten und helfen. Wie man entweder sagt, man macht einen Schuldenschnitt für die Wirte, das, was alles in der Corona-Zeit passiert ist, nicht was davor ist, also vor Corona-Schulden okay, aber wenn Schulden jetzt sprich diese Stundungen nicht mehr bedient werden können, sprich Finanzamt, Sozialversicherung, alles was da ist, da muss es irgendwo einen Schnitt geben. Also der ist ja unfreiwillig dazugekommen. Also da muss irgendein Instrument genommen werden, dass der nicht in den Konkurs geht. Da sind Existenzen werden kaputtgeschlagen. Also die Leute werden das sicher nicht überleben. Also sehr viele Gastronomen werden da durch dann Insolvenz anmelden müssen. Also speziell, wenn es jetzt diese 5% Umsatzsteuersenkungen nicht gebe und solche Sachen. Also da muss sich die Politik wirklich was einfallen lassen und Hilfspakete schnüren, weil derzeit ist das viel zu wenig für uns. Und wenn das so weitergeht, speziell im schlimmsten, also im wichtigsten Monat, haben sie uns zugesperrt. Dementsprechend, also man muss da irgendwas machen und man muss unterstützen, weil sonst sehen wir alle nur schwarz. Also. Andrea, was auch interessant ist, mit dieser Silvestersperrstunde wurde heute auch verlautbart, dass jedes Bundesland das selbst, also die Corona-Sperrstunde wurde aufgehoben, dass jedes Bundesland das jetzt selbst
aussuchen kann. Und da frage ich mich jetzt auch, wie das jetzt überhaupt funktionieren soll, auch für Wien. Ist das jetzt länger als 23 Uhr? Weil ich habe mich gestern mit Gastronomen unterhalten, die haben gesagt, Andrea, die Leute treffen sich ja dann sowieso. Die machen sich im Lokal schon aus, hey, wo gehen wir jetzt, auf welche Privatparty? Oder gehen wir zu dir, gehen wir zum Hans, gehen wir zum Peter? Eben, das wird schon im Lokal, wenn man weiß, oh, jetzt ist gleich Sperrstunde, ja, wir wollen aber noch nicht nach Hause gehen, es ist ja noch hoch früh, wir wollen uns noch ein bisschen feiern und austauschen. Das wird schon im Lokal ja eh schon ausgemacht, dass man privat noch feiert geht und der Bereich ist nicht kontrolliert. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt, das war auch ein bisschen schwammig formuliert heute, dass das ja, jetzt... Ja, in Wien weiß man noch nicht, was passiert. Ja, Silvester ist ja Ziel, du feierst zum 31.12. in den ersten hinein und du gehst nicht um 23 Uhr nach Hause, das ist ja nichts. Ja, dann ist eigentlich die wichtigste Stunde dann weg. Eben. Ich habe zum Beispiel... Hat die Silvesterfeier kurz weg, ja. Ich habe zum Beispiel gestern oder vorgestern habe ich im Internet gelesen, also die legendäre Eden Bar hat reingeschrieben, wir haben zu Silvester nicht offen, also weil... Es ist nicht rentiert. Man, ja. Vielleicht ändert sich das jetzt da, vielleicht ist das jetzt da wieder verlängert, aber die Leute haben dann schon wieder was anderes geplant. Mittlerweile, wie es geheißen hat, vorige Woche 23 Uhr, natürlich sind die ganzen Leute privat ausgewichen und haben sich heute halt das At-Home ausgemacht. Ja, aber auch selbst 24 Uhr ist ja dann auch nicht praktikabel, oder? Wie, das geht nicht. Was müsste da jetzt für eine Regelung kommen? Also die Regelung ist so... Es ist eigentlich egal, was Sie jetzt machen. Also der Dezember ist gegessen und dieses Silvestergeschäft wird uns jetzt auch nicht retten. Sagen wir es, glaube ich, so auf den Punkt zu bringen. Ja? Und es ist irgendwie auch kontraproduktiv, weil du sperrst alle ein und dann machst du auf einmal alles auf und dann hast du 3 Tage für Ungeimpfte doch wieder keinen Lockdown und dann sind sie aber wieder in den Lockdown. Das spricht ja alles dagegen zu den Argumenten, die die Virologen, die die Politiker bringen. Mhm. Und das geht's, weil die Leute verstehen nicht mehr, was darf ich, wieso darf ich das nicht und wieso darf ich das. Ich bin jetzt ungeimpft, jetzt darf ich aber raus, aber dann 3 Tage später darf ich nicht mehr raus. Also irgendwie macht es keinen Sinn. Dementsprechend ist auch dieser Silvesterabend vollkommen unnötig. Ob man da jetzt raubt, für die Psychologie wahrscheinlich sehr gut, weil die Leute einfach rausgehen wollen. Die Leute sind ja auch psychisch einfach sehr belastet. Ja? Finanziell, wirtschaftlich sicher auch, aber trotzdem ist es einfach alles sehr schwammig, würde ich sagen. Ja, man ist natürlich jetzt sehr besorgt aufgrund von Omikron. Jetzt haben wir schon über, ich glaube, 75 Fälle in Österreich. Man weiß noch nicht, wie schwerwiegend es ist, ob es eben auch zu schweren Fällen führt. Natürlich muss die Regierung hier vorsichtig sein und hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, wir wollen jetzt ein Auge zudrücken über die Feiertage und können den Menschen ja nicht verbieten, im Familienkreis zu feiern. Deshalb ist das wohl entstanden. Aber größere Sorgen bereitet mir jetzt also für die Gastronomie die Tatsache, dass man eben jetzt schon von einem 5. Lockdown spricht, nach dem 26. Wenn allerdings jetzt zu Silvester doch gefeiert werden kann, wird es den wohl so früh nicht geben, sondern erst im Jänner. Ja, es wird schon kolportiert, dass die Nachtgastro zum Beispiel nicht vor März 2022 aussperren soll. Also es wird jetzt schon eine Panik gemacht. Wir befinden uns erst im 4. bundesweiten Lockdown, Ostregion der 5. Und jetzt wird schon verwiesen auf, das ist psychologisch auch irgendwie arg. Weil was macht das mit den Menschen? Also wir sind gerade noch nicht raus aus dem einen Lockdown. Es wird aber schon der nächste Lockdown angekündigt. Das ist grausam. Das macht Angst, das spaltet. Vielleicht noch ein Schlusssatz von Ihnen beiden und wir müssen dann in ganz kurz. Nein, aber was ich jetzt nur sagen wollte von der Jugend. Wir haben unsere Jugend im Prinzip jetzt schon 2 Jahre weggesperrt, die was im Prinzip gar keine Diskothek kennen, wie wir sie in der Jugend gekannt haben. Da weiß das nicht. Ein 16-Jähriger oder 17-Jähriger, was erstmalig fortgeht, der kennt keine Diskothek. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Oder ein Abendlokal, wo er beim Kennenlernen tut. Also das ist eine traurige Geschichte. Ja. Ein Schlusssatz? Ein Schlusssatz, ja. Bitte sperrt uns auf oder gebt uns Wirtschaftshilfen. Irgendwas brauchen wir dementsprechend. Also angepasste Wirtschaftshilfen, wenn es wirklich noch zu einem Lockdown kommen sollte. Das braucht es auf jeden Fall für die Gastronomie. Ich danke allen Diskutanten fürs Engagement, für die Zeit und Ihnen fürs Zusehen. Kurze Pause, wir sind gleich wieder zurück.